Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier beim Fahrradaktionstag. Kommen Sie ruhig zur Bühne ein bisschen näher, wenn Sie mögen. Wenn Sie nicht mögen, Sie werden uns auch außerhalb hören. Ja, und ich freue mich hier auf der Bühne, deshalb, ich würde mich freuen, wenn Sie näher kommen, ruhig. Hier vorne wird jetzt nämlich gleich Teve Schur sein. Er steht schon bereit, sozusagen. Und wenn Sie möchten, wenn ihr möchtet, kommt ruhig näher. Ich meine, ihr könnt auch, wenn ihr sitzt, bequem sitzen bleiben. Aber natürlich ist es schön, wenn man in den Augen gucken kann, hier vorne. Wichtig ist, dass ihr zuhört. Und ich glaube, es ist jemand, bei dem es sich lohnt, zuzuhören. Er ist tatsächlich schon, was man ihn nicht ansieht, 87 Jahre alt, meine Damen und Herren. Und er ist Fahrrad gefahren, so wie ich es in meinen besten Tagen nicht hätte können. Will sagen, und Jürgen Garnier freut sich darüber, dass ich ein schlechter Fahrradfahrer bin. Da hat er aber recht, das sieht bei mir sehr lustig aus, wenn ich das tue. Bei Teve Schur tut es das nicht. Herzlichen Applaus, meine Damen und Herren. Teve Schur, Teve, wenn du zu mir auf die Bühne kommen würdest. Du hast alle Zeit der Welt und boah, ich bewundere das immer noch. Was ich wirklich bewundere bei dir ist, du siehst so jung und gut erhalten aus. Wie schaffst du das eigentlich? Scheiße, kann überhaupt nicht stimmen, was der sagt. Ich bin ein alter Knacker, 87 Jahre alt und ich habe mir geschworen, wenn du mal an dieses Mikrofon kommst, sprichst du ruhig und nicht so hastig wie alle, die hier schon waren, stimmt's? Ich danke dir, dass du da hier Ruhe reinbringst, wenn wir hier auch... Ansonsten bin ich, bitte um Nachsicht, ich bin immer ein bisschen schnell. Teve Schur ist auf dem Fahrrad schneller, dafür im Reden ein bisschen, nicht mal langsamer, sondern einfach nur klarer als ich. Nichtsdestotrotz, du fährst immer noch Fahrrad. Wirklich ganz ehrlich, ich kenne viele in dem Alter, die das nun definitiv nicht mehr tun. Warum schaffst du das immer noch so gut, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein? Hör mal, es ist nicht so, dass ich nur mit dem Fahrrad groß geworden wäre. Ich bin ja mal knallhart Rad gefahren worden, herausgefordert worden. Und das zwingt natürlich zuerst einmal nicht an das Rad, sondern an dich selber zu denken. Wenn du nicht aus deinem Körper etwas machen kannst, das du ja tun musst, wenn du schnell fahren willst, dann hast du schon verloren. Und ich erlaube mir heute all denen, die heute noch hier sind, und all denen, die mitgefahren sind, ein herzliches Dankeschön zu sagen. Denn wir, die wir Rad fahren, ja, wir sind heute durch lange Straßenzüge gefahren. Aber überlegt mir, ihr, die ihr mitgefahren seid, wie wenige haben da rausgeguckt. Was sagt uns das? Alles faule Säcke, die so lange fernsehen. Das, was, oder? Das, was wir machen, ist verlorene Lebenszeit, wenn man sich sagt, sitzen ist verlorene Lebenszeit. Das gilt aber nur für die Autofahrer, für uns nicht. Auf dem Fahrrad sitzt man auch, aber man sitzt da gesund. Tut einem zwar dahinter weh, wenn man nach Hause kommt und wenn man längere Strecken gefahren hat und einen verkehrten Sattel hat, aber man kommt nach Hause, man hat das herrliche Erlebnis. Man hat was gesehen, man hat was gerochen, man hat geschwitzt vielleicht und man hat einen gesunden Appetit und das herrliche Gefühl, ich habe was getan. Leute, wir sind mit Arbeit groß geworden und heute überlegen sie und heute sagen sich die meisten Scheiße, Fernsehen, gucken, wir trinken, richtig reinhauen, alles verkehrt. Was wir essen, müssen wir abarbeiten wieder, die Kalorien, das ist gesund. Und deswegen sage ich mir, was wir heute gemacht haben, war insofern günstig. Wir haben auf uns aufmerksam gemacht. Wir sind überlegt und Vorsicht gefahren. Und am allermeisten habe ich mich über die Kinder gefreut, die neben uns gefahren sind, die kleinen Beine, die wirbelten nur. Und wir haben ganz langsam getreten, wie ein langsam gehendes Uhrwerk, stimmt? Also Radfahren ist die Zukunft. Wisst ihr, was ich neulich mal bei einem Vortrag gesagt habe? Wenn alles das bei den Klimaveränderungen, die man ja heute zugibt, dass der Mensch sich mitgemacht hat, wenn man das da hört, dann sagt man sich, verdammt nochmal, wenn alles das, was unsere Wissenschaftler schon erkundet haben über die Klimaveränderungen, wenn man das alles in einen großen Computer eingeben würde, gespeist aus allen anderen Computern, die mit wissenschaftlichen Erkenntnissen vollgepackt sind, dann würde der große Computer ausspucken, sofort aufhören, Auto zu fahren?
sofort Kohle weg, Energie sparen, Wasser sparen, geruhig leben, abnehmen, die Dicken sofort, die Schlanken bleiben so, wie sie sind, oder? Wenn wir die Erde retten wollen, müssen wir uns zusammenreißen. Im Moment frisst die Menschheit der Erde alles weg. Das ist das Problem und deswegen gratuliere ich euch allen, die hier mitgefahren seid. Was wir heute gemacht haben, war wenig, aber es hat Aufmerksamkeit gemacht. Und wir müssen, das ist eine hervorragende Sache, wir müssen das immer wieder machen, das stimmt. Wir müssen auch Forderungen stellen, aber wir müssen im Moment noch aufpassen, dass sie uns nicht umfahren. Denn das Autofahren wird immer gefährlicher. Heute bauen sie immer größere Kisten, immer teurere Kisten. Sodass ich mir sage, wenn die so weitermachen, dann werden wir in einigen Jahren in die Autos einsteigen mit einer Drittleiter, oder? Das darf nicht passieren, Leute. Da muss man aber schon mit der Drittleiter rein und der ist alt. Aber ich finde das toll, also ich finde es vor allem großartig, wie gut du informiert bist, wie klar du das auch sagst, gerade dass es wirklich wichtig ist, dass wir mehr daran denken müssen, an die Welt, an die Erde. Du bist jemand, der viel rumgekommen ist. Du bist einer der, kann ich sagen, der erfolgreichsten deutschen Radrennfahrer, weltweit einer der erfolgreichsten Radrennfahrer. Das muss man mal auch so sagen. Und vor allen Dingen, das Irre ist, wenn ich heute Sportler sehe, die sehen ja irgendwie nach ein paar Jahren schon aus, als würde das Ende nah sein. Wenn ich dich sehe, sage ich wirklich, bei allen habe ich das Gefühl, die sind körperlich kaputt. Du bist körperlich so fit, da träume ich von. Und ich bin nicht mal in deiner Altersnähe. Du musst mir erst mal ausgezogen sehen. Da kommen wir nachher noch dazu. Das kriegen wir noch hin. Und was ich gelesen habe, Volksstimme schreibt, du ernährst dich vegan. Ist das richtig oder gibt es ab und zu auch mal ein bisschen Fleisch dazwischen oder gar nicht, wirklich nicht mehr? Och naja, ja, ich habe auch den Film in letzter Zeit, weil denkt man ja auch verschärft über die Ernährung nach. Wenn man dann, wenn zum Beispiel ich mit meinem Freund, das ist aber seit 2 Jahren so, aufpasse im Herbst, aber auch im Frühjahr, da stehen noch Stoppeln da und die sind gelb. Wir konnten es überhaupt nicht erklären. Scheiße, wieso sind die Stoppeln da gelb? Die müssen doch jetzt eigentlich grau sein oder braun, dunkel. Nee, die sind gelb. Weil dieses amerikanische Gift, das haben die Deutschen jetzt gekauft, Monsanto verbreitet dieses Roundup. Und dieses Roundup verhindert, dass also und bestimmte Unkräuter und anderes um das, was herum sie als Säme reingeliefert haben. Existiert jetzt alles kaputt. Ihre Sämereien aber bleiben bestehen. Und das ist das große Problem. Diese Scheiße wird geerntet im Herbst. Das Getreidemehl wird dem üblichen oder normalen Getreidemehl beigemengt und wir essen das Zeug. Und dann schreiten die ab, wir hätten darunter nichts zu leiden. Wir leiden alle unter dem Mist, den wir kaufen. Da müssen wir aufpassen, Leute. Und ich sage immer wieder zu meinen Enkeln, macht keinen Mist. Kauft euch einen kleinen Laumen, einen Pipergarten, viele bringen sie schon gar nicht mehr. Kauft euch eine kleine Fläche, baut noch selber Tomaten an, ein paar Kartoffeln, reicht immer. Aber was wir kaufen, da müssen wir immer aufpassen, was wir kaufen. Es ist immer, ich muss bitte euch um Entschuldigung, aber es ist so, wir müssen aufpassen. Und Zucker einsparen. Ich habe vorhin ein hervorragendes Eis dort drüben gegessen. Hat die kleine Frau mir geschenkt, ja, habe ich gemacht, aber nicht immer. Also, selbst bei Zucker müssen wir aufpassen. Du musst überlegen mal, Fernsehen ist Käse. Wir sitzen da und gucken und tun Kuchen, Zuckersachen. Wir fressen das Zeug in uns rein und jedes bisschen Zucker reicht an, mehr zu essen. Überleg mal, was macht man mit einer Tafel Schokolade, wenn ihr die kauft? Ihr nehmt ein Stück und sagt, oh, hat geschmeckt, noch ein Stück. Und am Ende haben wir die Tafel aufgefressen, oder? Und das ist das Problem, Leute. Wir müssen aufpassen und lernen. Wir müssen bescheiden leben, lernen, uns zusammenzureißen und schlank leben. Ich musste das. Wenn ich schwer wäre, ich kann noch was Lustiges erzählen. Bin vor kurzem nach Thüringen gefahren. Ich bin bei Waldemar, für Waldemar Schapinski, parallel zu seinen Marathonläufern, mit über 100 Leuten am Hinterrad, genau die gleiche Strecke gefahren, war alles hervorragend abgesperrt.
Was wollte ich nur eigentlich sagen? Komme jetzt nicht drauf. Ging um Gewicht und um dicke Leute wie mich, die schwierig sind, und du wolltest uns erklären, wie man nicht unbedingt so dick sein muss und wird. Das war, glaube ich, die Quintessenz, oder? Was ich sagen wollte, und ich bin zwischen Halle und dem Hermsdorfer Kreuz mal pullern gegangen. Als ich rauskam, kamen ein paar um die Ecke von eben auch von welchem großen Wagen da. Ich hatte die vorher nicht gesehen. Aber die beiden zusammen wogen eine halbe Tonne, aber garantiert. Die hatten so, da bist du Waisenkind dagegen. Die hatten so eine Wampe dran. Stehen vor mir, wir haben uns unterhalten. Und da dachte ich, naja gut, den kannst du was verklickern, da sind ein paar Ossis. Da habe ich zu denen gesagt, sag mal, schlachtet ihr noch selber? Ich habe die geguckt und dann dachte ich zu ihnen, habt euch schon mal überlegt, wenn ihr das, was ihr vorne herumschleppt, auf dem Rücken hättet und eure Füße könnten reden, ihr würdet Tag und Nacht schreien wegen der Last, die sie tragen müssen. Genauso ist es, ja. Also wir müssen lernen, auf dieser Welt schlank und bedürfnisarm zu leben. Leute, wir machen alles platt, ob Wälder, und jetzt wird es ja schlimmer auch mit der Trockenheit. Der Mensch macht alles platt zur Zeit. Wenn wir uns nicht zusammenreißen, dann haben wir noch schwer zu kämpfen, was ohnehin auf uns zukommt. Aber außerdem, schlank lebt sich leichter. Und wenn ihr heute mal seht, ob Giro d'Italia oder die Tour de France, die heute noch über die Berge kommen, die sind alle dürr wie die Spindeln. Es geht nicht mehr anders. Schwere kommen, die haben nur zu kämpfen. Leichtere Räder, die haben heute alle leichte Räder. Aber Gewicht ist das Schlimmste, was es am Berg gibt, wenn man davon zu viel hat. Alles klar? Alles klar, aber ich hätte noch eine kleine Abschlussgeschichte. Ich habe es verstanden, ich muss bei Bergen aufpassen. Ich komme auch nicht mehr hoch. Aber die Berge sind aber auch ganz dankbar, wenn ich da nicht hochlaufe. Viele werden kleiner. Ja, aber eine Sache habe ich natürlich noch am Schluss für dich. Und zwar als Radfahrer, der du bist, immer noch. So ein bisschen, was wäre denn dein Wunsch an die Politik, gerade auch die hier in der Stadt zuständig sind, was ist für die Radfahrer zu tun, aus deiner Sicht als wirklicher Radprofi? Du hör mal, die Politiker sollten sowieso alle mal Rad fahren, um zu wissen, was macht der allgemeine Mensch. Das ist ja heute das Problem. Die stellen dir das ganze Leben so kompliziert und gestalten das ganze Getriebe so kompliziert, dass der normale Mensch normalerweise gar nicht mehr alles übersehen und durchschauen kann. Das ist ja das Problem heute. Aber was die Stadt angeht, ich habe den Bürgermeister, den Oberbürgermeister, der lacht schon immer, wenn er mich sieht. Das erste Mal habe ich ihn getroffen, ich war hier bei einer Großveranstaltung, einer sportlichen Veranstaltung in der Johanneskirche. Dort gibt es einen herrlichen Saal in dieser, ja. Und da stand er da und hatte beide Hände in den Taschen. Da habe ich etwas gemacht, was man normalerweise gar nicht mit solchen Menschen macht, sich benimmt. Ich habe gesagt, Herr OB, nehmen Sie bitte mal die Hände aus der Tasche, hier ist eine sportliche Veranstaltung. Dann haben wir die Hände heraus und ich dachte, ja, was erlaubt sich denn der? Und da habe ich ihn zweimal erwischt. Beim dritten Mal hat er nur eine Hand in der Tasche, aber hat gelacht. Ich meine, der OB weiß genau, was in der Stadt läuft. Und deswegen, ich habe vorhin wohl zugehört, können wir zwar viel verlangen, aber es ist unwahrscheinlich schwer, in einer solchen über Jahrhunderte gewachsenen Stadt auf Fahrradverkehr umzustellen. Das ist sau schwer und kostet enorm viel Geld. Also, wir müssen uns bescheiden, Fahrradfahren ist in einer Stadt sau schwer. Da müssen wir wissen, der Autofahrer muss nicht so aufpassen wie wir. Wir müssen so auf die Wege achten, das stimmt schon. Wir müssen sie begradigen, wir müssen sie für die Fahrradfahrer einfacher machen. Und wenn wir das geschafft haben, dann fahren wir so wie die Dänen oder auch die Holländer oder vielleicht auch die Schweden. Da, wo normale, gute, glatte Wege vorhanden sind, da läuft das. Da achten sich alle. Aber heute, dort wo die Wege so rumpelig sind, und von links nach rechts und du musst nur aufpassen, da fahren manche natürlich auch verkehrt. Ältere vor allen Dingen, denen dreht es bei dem Kopf, wenn die auf den ganzen Verkehr achten müssen. Also, wir müssen jetzt für die Menschen erleichtern, das stimmt. Aber das kostet unwahrscheinlich viel Geld,
und vornehmlich in einer so großen Stadt. Danke dir. Danke, Thebe Schur. Das war schön, dass du da warst. Danke ganz herzlich. Großartig. Danke dir. Es war toll. Mann. Also da stehe ich immer wieder da und muss sagen, so nicht mehr ganz jung und dann so wahnsinnig aktiv und dann sehe ich mich und ich weiß, ja, es muss weniger Schokolade sein und dann ist es besser für alle. Auch die Bühne wird sich nicht so durchbiegen.